Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe, we cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people, cut off from our one true home. Across Middle-earth, we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose. And through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again. Until the Balrog took it all away. That was 1,000 years ago. And Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. It is time to journey from every mountain. Come, rally together. Bring your axes and tools, craft and courage. It is time we dwarves return to Moria. Wundervolles, Ladies and Gentlemen, es ist was ganz Besonderes für mich. Lord of the Rings, Return to Moria. Und wenn das kein schönes, episches Intro war, dann weiß ich es auch nicht. Die Grafik hätte etwas schöner sein können, das gebe ich zu. Und in diesem Spiel erobern wir Moria zurück. Jeder von uns, der mit Herr der Ringe groß geworden ist, oder wie ich, der sogar 10 Jahre Herr der Ringe online gespielt hat, alle anderen Herr der Ringe Bücher gelesen hat, Hörbücher sich angehört hat, also richtige Fanboysen, wie er ausfährt, ne? Ich hoffe, dass Menschen wie ich das lieben werden. Ich selber habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe es nur auf Bildern gesehen und das vor Monaten schon. Und gerade kam die Meldung, dass ich das bekommen habe. Dieser Key ist nicht gesponsert, deswegen muss ich niemandem spezifisch danken, außer mir selber. Danke, dass du monatlich Geld verdienst und dir damit das Spiel kaufen konntest. Und ansonsten würde ich sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran. Ich hoffe, ihr freut euch. Das Spiel ist brandaktuell gerade rausgekommen und ich würde sagen, sofort. Auch wenn es ein bisschen spät ist, tut es mir leid, aber ich hoffe, es erreicht noch genügend Menschen von euch. Wenn ihr mehr Folgen sehen möchtet, ab damit in die Kommentare. Ich mache gerne, je nachdem, wie das Spiel jetzt gleich weitergeht, mehrere Folgen. Ansonsten gucken wir da erstmal rein. Bis gleich. Yes, dwarves from every clan have answered your call, despite the King Under the Mountain's objection. Lord Gimli, Erebor will not support entering the Black Pit. If the king wants to stop us, he can come himself. Every attempt you've made has failed. This is a sign. No signs or kings are going to stop us. This is the time to reclaim Khazad-dûm. Today, we get into that mountain. Any luck? No, won't budge. Did you try speaking friend? Now, why didn't I think of that before? You did your best. On to plan B. Ah, finally. Plan B? Is that blasting fire? I'd stand back if I were you. This is madness. Gimli, you can't. We have to wait for Durin. Durin's not here. We have to do this ourselves. Maybe this will wake him up. Limin Barak. Limin Tagaz. Khazad Dashtin. Oh, no! Lord Gimli, this is another sign! Oh, hammer tongs. It's the Fourth Age. Nothing is going to stop us. You heard
with Lord Gimli. Let's go. Pack it in. Yes, nice and tight. Come on, help him out. And here we are. Ist das geil. Vor allem, dass Gimli auch quasi die Hauptrolle spielt. Too dark for Minecraft, yes! Holzstück erhalten, nice. Neues Rezept für Fackel. Fackel herstellen. Moment, ich dachte, Zwerge können im Dunkeln sehen. Was ist denn das für ein Blödsinn jetzt auf einmal? Na komm, passt. Wir wollen jetzt nicht den ganzen Tag Holzstücke zertrümmern, beziehungsweise sammeln. Das muss schon passen. Tja, können wir hier drüber? Oh, wir können klettern. Oh, dang it, wo muss ich her? Warte mal, muss ich offiziell hierher? Nein? Moment, das sieht doch aus wie eine Wand, die man kaputt machen kann, oder? Gut, vielleicht kann man sie nicht kaputt schlagen, aber man kann sie kaputt machen. Sie hat eine andere Farbe und Zwerge würden nie so lasch bauen. Also ganz ehrlich. Jump! There must be a way back to camp. Could try the doors of Dorian from the inside. Jetzt müsste ich doch in der Theorie diese Wand aufhalten können, oder? Also Thorin wurde nicht aufgehalten. Wieso sollte man mich dann aufhalten? Und wieso funktioniert Melon jetzt nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Wer hat denn das Eingangspasswort quasi geändert? Und? Wessen Herz schlägt gerade noch höher? Also meins auf jeden Fall. Wieder zurück in Moria sein. Das letzte Mal war ich in Moria in Herr der Ringe Online. Also eine schöne Zeit. Vermisse ich auch ein bisschen. Ich habe damals aufgehört, als ich mit YouTube angefangen habe. Es hat einfach zeitlich nicht mehr gepasst. Ich könnte theoretisch wieder anfangen, denn damals habe ich noch 3 Videos am Tag gemacht. Das hat einfach nicht mehr, das ging nicht mehr. Aber jetzt in der Theorie. Oh, es geht. In der Theorie könnte ich theoretisch wieder anfangen, ja. Da war ich das letzte Mal in Moria. Und ich habe die Zeiten in Herr der Ringe Online in Moria geliebt. Hat jemand von euch zufälligerweise Herr der Ringe Online mal gespielt? Wenn ja, kennt ihr noch die schönen Zeiten in Moria, als das noch sozusagen das Endgame war mit Level 50? Das war bombastisch. Gibt's auch keine Bjorninger, nix. Okay, also wir können uns hier durchgraben. Ist auch schön, dass unser Zwerg so mit 2 Schlägen so einen Tunnel schlagen kann. Ich verstehe jetzt schon, warum Zwerge im Berg leben. Firelight, we are not alone. Das muss aber auch nichts Gutes heißen. Die ist bewusst, dass es theoretisch noch Orks hier gibt. Ich meine, Gandalf hat den Balrog besiegt, ne? Aber was Gabba Gandalf nicht gemacht hat, ist alle Orks auslöschen. Nein, nein, nein. Der falsche König unter dem Berg. A Raven of Erebor. Huch, was haben die jetzt gemacht? Habe ich irgendwas aus Versehen? Sprich mit dem Raben? Ja, 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 ja. Wo ist er nochmal hier? Was habe ich getan? Also lediglich dieser blöde fette Troll wurde ja besiegt, aber das war ja im anderen Berg. Das heißt, hier müsste ja theoretisch noch alles voll sein. Hey, hallo. Ah, are you from our camp? Thank the winds. I am Arik, son of Arak. Okay. Yours is the only friendly face here. What happened to the rest of camp? I cannot tell. A curse, ill curse. It blocks me. Could you search for a way out? And for any other survivors? I will search. You go east, see what you can find. I will fly to you when I can. Okay. Ich habe mich gerade mit einem Raben unterhalten. Ich dachte, das kann nur Gabba Gandalf. Macht euch das keine Gedanken, dass wir eine Behelfsaxt gerade bekommen haben? Ich würde sagen, es kommt gleich was auf uns zu, oder? Was aber gut ist, weil wir wollen ja Moria befreien und das geht nur, wenn wir diese dreckigen Orks aus unseren wunderschönen Hallen endlich vertreiben. Baue Schnellplattformen, das Gelände zu überwinden. Oh, ist das geil. Ist das geil. Oder? Holzstück, Anforderung.
Warte mal, ich muss das so machen? Aber, okay. Und jetzt? Aha. Und ich konnte nicht einfach direkt höher setzen. Das wäre mir persönlich lieber gewesen und es wäre auch leichter gewesen. Aber es ist sau cool, dass man das kann. Ich meine, Zwerge sind Meister im Bauen. Das heißt, es ergibt einfach nur Sinn. Und das ist super cool, dieses kleine Gimmick. Gimli's Gimmicks. Warum habe ich das Gefühl, das wäre ein einwandfreier Shop gewesen, hä? So für Zwergenausrüstung. Gimli's Gimmicks. Die Hallen von Khazad-dûm. Oh ja, Orkbanner. Oder Ork-Stelen oder whatever. Oh, da ist es. Die Türen von Durin. Das war der Nebel, der eben auf uns zugeplätschert ist. Oh, was bist du denn? Ihr seid doch Orks. Das auf Durin. What is wrong with it? I've never seen rooms with such shadow. No wonder we couldn't get it open from the other side. Oh, oh, oh. Jetzt, okay. Sind verflucht, drücke G zum Lesen des Eintrags. Erkunde. Jemand oder etwas hat die Innenseite des Tores mit einem Fluchrune belegt, deshalb konnte Gimlis Gefolgschaft die Türen von Durin von außen nicht öffnen. Böser Schatten entströmt hier, bla 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 bla. Vielleicht der Grund für die toten Orks, die hier offenbar herumliegen. Also ich hätte gesagt, daran ist Gimli schuld, und zwar bevor wir hier überhaupt hingekommen sind. Well, müssen wir jetzt vielleicht... Kann ich nicht? Ja, doch, geht. Stoffreste. Haben wir neue Rezepte? Nein. Müssen wir die Orks vielleicht looten? Was denkt ihr? Was haben wir hier? Zeichen der Gefährten. Gefährten waren hier. Ich habe einen kleinen Satz Teller und Gabeln gefunden. Sicher ein Hobbit-Begleiter von Herrn Gimli. Möglicherweise eine Rast, nachdem die Wächter sich im Boge eingesperrt. Was? Nachdem der Wächter sie in... Ah, okay, okay. Was auf dem gleichen Pfad wandeln? Als Gandalf von Gimli. Oh. Ist das so? Sind sie hier reingekommen? Haben die hier eine Pause einge... Oh, oh, das ist gerade einfach mal so... Mindblowing, ne? Wir laufen gerade das nach, was sie im Film quasi gemacht haben früher. Oh, das ist so. Das ist einfach so mega für mich gerade. Entschuldigung, dass ich da gerade so ein bisschen so überintensiviere, aber. Ja, also für mich ist das gerade absolut bombastisch. Boah, ich finde das gerade einfach nur Hammer. Pilzeintopf. Alle als gelesen markieren, genau. Pilzeintopf könnten wir aber vielleicht craften, aber dafür brauchen wir wahrscheinlich Feuer, oder? Na gut, gehen wir jetzt mal weiter. Ist das toll! Guckt euch mal Khazad-dûm an. Orks von Moria. Die Annahme, die Orks von Moria wären in den Krieg gezogen und niemand zurückgekehrt, war wohl zu viel der Hoffnung. Entweder sie haben überlebt oder sie sind gar nicht erst aufgebrochen. Wie viele Orks diese Berge noch unsicher machen, vermag ich nicht zu sagen. Doch scheinen es zu viele zu sein, dass sie von einem Ort zusammenrotten, den sie Orkstedt nennen. Einem mitgehörten Gespräch war zu entnehmen, dass sie mich im Auge behalten wollen. Ich werde sie mit gewetzten Waffen erwarten. Alle als gelesen markieren. Zack. Bitte. Oh, habe ich gerade einfach... Moment. Ist da nichts drin? Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht die ganzen Antiquitäten hier zerstören. Ich dachte, da wäre irgendwas Cooles drin. Offenkundig lag ich da falsch. Also lassen wir das vielleicht einfach mal. Warum ich hier außen rumlaufe? Well, Erfahrung in Survival Games. Es ist nie der direkte Weg. Und seht ihr, das meinte ich. Aber wir hätten bestimmt da drüber springen können. An Outpost of Balance Company. We can shelter here. Echt? Können wir? Hey, Rabe. Ah, Arek, what news? There's no way west. No way out. I did not think we would see shadow cursed runes in Moria. Our path then must go east. Long journey. You must prepare. Up here, at that old dwarven camp. You're right. It's time to find shelter before making our way further.
I will scout ahead. Stay alive. With luck, we will exit the Dimrill Gate. For now, we must face the long dark of Moria. Oh, warte mal, wir sind... warte mal, Energie, Ausdauer, Müdigkeit setzt die gesamte Ausdauer, wird reduziert, Hunger, ja, Hunger, wo steht hier ein Leben? Das ist Nahrung. Okay, das ist Nahrung. Also wir müssen auf Nahrung achten. Hinter mir läuft was ganz Großes rum, Heldenband. Ein heldenhaft Stab, als es ein Gedanken von mir wäre, seines Opfers würdig. Ausrüsten. Okay. Was waren die Stoffreste? Ja. Weißt du was, wir machen jetzt erstmal die Pilzsuppe. Oder... Das habe ich mir schon gedacht, dass die großen Bisamratten hier essbar sind. Restauriere das alte Lager. Also wenn es nicht etwas gibt, was ich nicht lieber machen würde, ne? Das ist einfach so Hammer. Oris Aufzeichnung. Ich fand ein Pergament mit elbischer Schrift. Dorinstag, drittes Zeitalter, 2989. Balin entsandte 5 von uns, Außenposten in den Winkeln Morias zu errichten. Hier beginnen wir unsere Suche. Ori. Also wenn, nur wenn, das jetzt alles akkurat ist. Ich erinnere mich zwar an die Bücher, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr an jeden einzelnen Zwergennamen. Das tut mir leid, die sind schon ein paar Jahre her. Aber wenn das jetzt akkurat ist, finde ich das mega cool. Okay, das restauriert jetzt die Schmiede oder wie? Den Schmelzofen, Entschuldigung. Oh, und die Schmiede, wir haben keine Eisenbahn. Stein und schwarzer Diamant haben wir nicht. Was ist das hier? Kohlelager. Ach so, okay. Das hier? Eine steinerne Feuerstelle. Oh, das ist so mega einfach nur, oder? Drücke B für das Baumenü. Wähle das Bettzeug im Lagerbaumenü. Platziere das Bettzeug. Beanspruche das Bettzeug. Ja, mega. B. Grundlagen? Esstipp. Oh, stopp. Feuerstellen. Bettzeug. Ich dachte, das wären so Baumaterialien, weil das so aussah gerade. Okay. Also, Bing-a-rang. Okay, what's next? Koche ein Braten auf der Feuerstelle. Rohstoffe notwendig. Noch mehr Fleisch. Lass mal Pilzeintopf in der Zeit machen. Ah, ist das cool. Ey, das brät und wir können in der Zeit Minen gehen. Oh, ist das geil. Zwerge waren eh schon mein absolutes Lieblingsvolk. Also ich würde sagen, das ist jetzt mega perfekt für mich. Oh, Fels. Eisen. Bäh, mit Zielen. Anfangen zu singen. Das jetzt nicht ein cooles Lied war, oder? Kennt das zufälligerweise jemand? Ist das speziell für Herr der Ringe mal komponiert worden? Ist das ein Herr der Ringe Lied? Oder ist das eher ein unbekanntes Lied? Ist das ein Lied von was ganz anderem? Es war auf jeden Fall ein sauschönes Lied und ich muss sagen, es hat echt gut gesungen. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch genügend Sachen, oder? Also an Erzen. Wobei, kann man als Zwerg wirklich genug Eisenerz haben? Hm? Was ist das? Ein Brautank. Ganz wichtig, dass wir den als erstes restaurieren. Ganz wichtig. Was es hier wohl noch zu restaurieren gibt. Moment, was? Stopp. Wo, was? Da? Sonnenzwiebel nehmen. Oh. Ist das Kristall oder ist das der Blick nach draußen? Weil wenn das der Blick nach draußen ist, dann wäre meine Frage, wieso klettern wir denn nicht einfach hoch? Also Zwerge können so gut klettern. Zerstören. Meint ihr nicht zerstört? Oh! Da sind Warge. Oh! Wie nice ist das denn bitte? Guckt euch das mal an, sie stehen auf dem Esstisch. Wer hat sie da hingestellt? Und Schmiede restaurieren. Yes! Ja, nice. Schmiede, was können wir machen? Ein Eisenschwert. Ein Schild der Eisenberge. Und Oris Schlüssel. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal diesen Schlüssel. Nicht, dass wir jetzt mal Schilder und so bauen und auf einmal haben wir das alles schon. Gegenstand erhalten. Oris Schlüssel.
Ja, Nietzsche. Ah, toll. Lembas. Oh, Gold. Eisenbarren. Alles nehmen. Well, ich würde sagen, wir sind massiv überfüllt. Gibt es sowas wie... Warte mal. Könnten wir vielleicht... Oh, wir können die nicht nutzen. Oh, nein, 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 nein. Ständig schmeiße ich Dinge weg. Können wir sie... Nein, wir können nichts hier rein tun. Boah. Was war das denn für ein arroganter Zwerg, ey. Heftig. Na gut. Dann nehmen wir das jetzt mal und wir brauchen Hautfetzen. Ein Schild können wir uns aber zumindest herstellen. Wo haben wir das jetzt? Müssen wir es vielleicht ausrüsten? Also so andersrum? Na, ist ja auch egal. So vielleicht? Warte mal. Zwei? Drei? Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Kampfzwerg sind. Hey, sie haben mich graben gehört. Viecher. Moment, Goblins? Keine Orks? Naja, von mir aus. Auch die sollen sterben. Boot der Schatten. Können wir euch looten? Nö. Suchgebiet? Warte mal, gibt's eine Karte? Es gibt eine Karte, aber ich kann nur mein Suchgebiet quasi... Ja, das müsste ich dann halt selber irgendwie machen. Jetzt sind da unten drei. Vier. Wollte ich ja gar nicht sehen, dass hier oben Licht ist oder so, ne? Ne, ne, ist klar. Schlappheit. Ich hole mich mal aus, während Goblins neben mir sind. Zill und Suda, hörbar. Wait, wait, wait. Ich persönlich, das ist nur meine Meinung, right? Fände das jetzt nicht gut. Ich meine ja nur. Also ich persönlich glaube, es wäre jetzt nicht gut, Zwerge zu probieren. Wo zum Henker sind die? Oh, oh, das war knapp. Oh. Hier haben wir noch gar nicht geguckt. Was ist das? Ach, wieder schon ein toter Ort. Das hier sind wieder Pilze. Das ist Krams. Eine Riesenratte. Hey. Das ist das Wohnpferd. Du sollst nicht weglaufen. Hey. Yep, wir sind wieder auf der anderen Seite der Brücke. Koch eine Mahlzeit, um Leben wiederherzustellen. Ihr wisst schon, dass ich mindestens drei Mahlzeiten schon gegessen habe. Oh, hier ist was Blaues. Oh, können wir das auch restaurieren? Stoffreste? Anscheinend nicht. Können wir hier irgendwas restaurieren? Stoffreste? Pilze? Ich habe gerade so das Gefühl, dass wir hier irgendwie... Okay, doch nicht. Ich dachte, wir können vielleicht so ganz Casadum Dinge restaurieren. Das wäre mega cool. Esstisch muss abgeräumt werden. Können wir den irgendwie abräumen lassen? Ich würde gerne einfach Braten machen, aber mir würde es halt einfach reichen, wenn ein einziger Braten da wäre. Können wir hier irgendwas restaurieren? Schmiede restaurieren? Schmelzofen restaurieren? Hatten wir doch schon. Holzstückelager? Ja, das ist natürlich nützlich, sowas hier zu haben. Das sind Waage. Bin ich sicher, ob Waage verstehen, dass sie mich nicht essen sollen. Ich habe da so eine vage Ahnung. Wir probieren es mal. Wir fragen erst gar nicht. Oh, das sind gar keine Waage, das sind... Weiß ich nicht. Also angelehnt an Wildschweine? Moment, sie haben Hauer. Sind es Wildschweine? Wildschwein-Dachse? Oh, Hautfetzen! Hautfetzen! Yes! Oh, was ist das? Verstreute Überreste. Oh, okay. Zwergenschwert ging damit, ne? Aber warte mal. Ne, warte mal, da können wir die Axt wegmachen. Oh, die Axt brauchen wir aber noch. Blöd. Ist das geil. Rezeptfragment gefunden für Eisenstreitaxt. Oh, das hat sogar einen Sinn, dass wir das reparieren können. Oh, ist das cool. Ich bräuchte jetzt aber mal mehr Rucksack. Ehrlich. Langsam wird's echt eng. That's what she said. Und mir da einfach gegenhämmert. Handschuhe der Eisenberger. Nice. Komme ich da nicht sogar her? Ach, ich habe keine Ahnung mehr, wo die Origins meines Zwerges hier sind. Was ist hier? Stoffreste. Okay. Ich würde sagen, Stoffreste nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Was ist hier noch so? Was? Steinerne Feuerstelle. Ach so, aha. Wieder ein Gebäude, was wir restaurieren können. Kann das sein, dass wir alle 5 Sekunden irgendwas finden, was wir restaurieren können?
Okay, 5 Sekunden sind rum, wir haben nichts gefunden. Ah, okay. Vielleicht nicht alle 5 Sekunden, aber es ist also... Gut, man muss dazu sagen, ganz Moria ist wahrscheinlich... Was? Moosbär? Restaurationsbedürftig. Im Umkehrschluss würde ich sagen, ist das absolut verständlich. Oh, habt ihr das oben links entdeckt? Das habe ich gar nicht gesehen. 222 Klafter tief, jetzt mit 220. Das ist ja so cool. Ich fühle mich direkt wohl. Es ist einfach nur so absolut Herr der Ringe-Style. Also von früher. Und kennt ihr das Spiel? Ach, wie hieß das denn nochmal? Schlacht um Mittelerde, das alte Strategiespiel. Super Spiel. Also Teil 1, Teil 2 war so. Aber Teil 1, Bombe. Und dann gab es noch ein anderes Spiel. Da habt ihr drei Parteien gehabt: eine Elfin, Waldläufer und ein Zwerg. Kommen gerade nicht auf den Namen. Hast du schon vergessen, ihr sollt mich nicht angreifen? Achso, warte mal. Orks sollen mich nicht angreifen. Aber Goblins sind ja keine Orks. Im Umkehrschluss dürfen die mich hier also angreifen, oder was? Das finde ich jetzt persönlich auch ziemlich doof. Oh, hier sind noch mehr. Wie viele von euch Bastarden gibt's hier eigentlich? Raus aus dem Hall meiner Vorväter. So. Oh, frickin' hell. Und das hat jetzt überhaupt keinen Schaden gemacht. Und da hinten sind diese Dachse. Und das ist jetzt auch nicht optimal. Kann ich dich wieder aufbauen? Könnt ihr mir nicht helfen? Ich meine, wenn ihr schon hier rumlauft. Warte mal, ich habe da eine Idee. Bitte sag mir, er ist nicht auch runtergesprungen. Monsters in the air! Au, 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 au. Wo kommt ihr denn jetzt schon her? Ich bin ja jetzt gerade hier durchgelaufen und da wart ihr nicht. Rucksack wechseln. Nein, ich muss hier rein. Alter! Dieses Spiel ist doch ein Horrorspiel. Dang it! Okay, lass mich mal ganz kurz gucken. Also, wir haben jetzt diesen Speerrucksack, okay? Und wir haben jetzt auch eine Axt. Ich würde also sagen, wir sind gewappnet. Hoffe ich. Bist du jetzt tot? Okay, sorry, also ich habe gerade so ein bisschen lasch kommentieren können, nur weil, ne, ihr habt es ja gesehen, ich war, sagen wir mal, etwas eingespannt. Ja, nice. Iss einen Braten. Oh, guck mal, jetzt sind wir vollständig geheilt. Schön. So, jetzt habe ich einen einzigen Platz hier frei. Wie zum Teufel komme ich hier wieder raus? Wieso kommen die anderen Zwerge eigentlich nicht hinterher, wenn sie doch gesehen haben, dass ich literally da runtergefallen bin? Vor allem, da war doch ein riesen Loch im Boden, wo wir durchgebratzelt sind. Zu aggressiv? Oder kann ich da einfach hergehen? Sei ein freundlicher Riesendachs. No, Mr. Dachs ist lieb. Schön, schön, schön. Auf zu neuen Ufern. Wobei, wir sind ja gar nicht mit dem Schiff unterwegs. Also, auf zu neuen Steinen. Sag mal, wie cool ist das denn bitte? Wir finden neue Rezepte, indem wir alte Sachen reparieren. Was für ein geniales System ist das bitte? Holy hell. Ja. Möchtest du dich da vielleicht zu äußern? These shadow vents are almost as bad as those cursed runes. Evil curses. Evil. Highway blocked. Must find another way east. Maybe we can get into the old mines and find a way back onto Durin's highway from there. Ah! Mines are close. Dig through. Find where to dig through. There's no... Right. I will find the right spot to dig a shortcut to the mines. I will see you soon, friend. Ah! In the mines! Ah! Bereite dich auf eine lange Finsternis vor. Ach, das war das Ziel, okay. Ich dachte gerade, oh, was ist denn jetzt? Moment, wenn ich gedrückt halte. Ah. Jetzt verstehe ich's. Moment, Moment. Spitzhacke. Ja, das macht 20 Schaden. Das ist doch deutlich mehr als 1. Musste ich das jetzt kaputt machen? Wahrscheinlich nicht. Habe ich es trotzdem getan? Und hat es Spaß gemacht? Ja, definitiv, ja, doch. Hey,
Was bist du? Okay, böse Schatten suchen diesen Ort heim. Ein Zauberer sucht nach Trein. Gandalf. Schatten. Übersetzen. Kann ich das nicht kaputt machen? Oh, das ist nicht schön. Wölfe? Also Waage hätte ich verstanden, okay? Von den Orks. Aber Wölfe? Hier unten? Ach, na gut. Was soll mich das jetzt noch wundern? Hey, ich habe meinen alten Weg wieder gefunden. Ja, Nietzsche. Baue eine Lagertruhe. Ja, das halte ich in der Tat auch für eine sinnige Idee. You Orc filth! I will tear you down! Ich will jetzt nichts sagen. Aber hier sind dann doch schon einige. Das ist ja cool. Lager 2 Westtor belagert. Wie cool ist das denn bitte? Woran sehe ich? Oh, so sehe ich, als ob das ausgerüstet ist. Kann das sein, dass alle Zwerge grundsätzlich nicht nur mit einem Hass auf Orks geboren werden und auf alles andere, so wie Goblins etc., sondern dass sie auch einfach grundsätzlich mit Stärke geboren werden, zu kämpfen? Brauchen wir irgendwas wie eine Fackel? Ja, perfekt. Hoch, 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 hoch. Wir sind wieder da. Komm. Wie sie laufen. So, hier drin ist es doch etwas heller. Oh nee, meine Axt geht schon wieder hinüber. Das Gefühl, ich zerlege gerade ein bisschen meine Küche und nicht die Goblins. Ach, wer braucht Armeen? Wenn ihr einen Zwerg habt, der haut alles alleine um. Ich befürchte, dass ich mir jetzt dann doch erstmal dieses Schwert bauen muss und dafür muss ich dann meine Axt entsorgen. Die hat mir bei Holz eh nie wirklich gute Dienste geleistet, also in dem Sinne passt das eigentlich schon. Holy hell. Mahlzeiten verdorben. Die Belagerung ist zu Ende. Ja bitte, wie geil ist das denn? Wisst ihr was? Immer brauchen wir Hautfetzen. Das kann man drehen, wie man will. Jedes Mal brauchen wir Hautfetzen. Lass uns erstmal ausruhen. Na? Und? Hunger. Yes. Wohlgenährt. Plus Erholung. So, B. Grob. Warte mal. Einfacher Türrahmen. Können wir jetzt, wenn ich jetzt hier drehe... Oh, wir können die Wand wieder herstellen. Wie cool ist das denn bitte? Steinwand. So, wenn wir jetzt theoretisch eine Steinwand hier hinsetzen und eine Staub zurück. Eine Steinwand hier hinsetzen. Jetzt haben wir das restauriert. Ich krieg so viel. Oh, ist das cool. Haben wir eine Tür irgendwo? Weil, naja, es bringt halt sonst nicht viel. Hier brauchen wir eine Standfackel. Schön. So, wieso kann ich jetzt hier zum Beispiel, das ist ein Türrahmen, eine Steinwand, das ist eine einfache Tür. Okay? Soweit haben wir es verstanden. Aber, wieso können wir, also, warum geht das nicht? Wie geil ist das denn? Guckt euch das mal an. Wir haben einfach mal in Herr der Ringe einfach mal einen zwergischen Ort restauriert. Ist das nicht einfach cool oder was? Oh, du Witz, ey, es gibt doch kaum was Cooleres, oder? Ey, was das denn Spaß macht. Klare Empfehlung von mir für dieses Spiel. Ganz klare Sache. Oh, das ist ein Kartenstein. Also ihr müsst zugeben, wenn das nicht episch war, oder? Ich dachte gerade, hä, wieso kommt denn das? Wieso ist da so ein Pfeil neben mir in der Decke? Ja, well, was soll man machen, ne? Ich war nur neidisch, weil mein Zwerg so schön gesungen hat. Kann man nicht irgendwie das Lied
laufen lassen. Ich finde das super cool, dass wir Moria quasi abbauen können und dann neu aufbauen können. Okay, die Bären nehme ich mal mit. Jetzt sind die Sachen ja schon wieder ein bisschen kaputt. Das ist doch echt stressig. Also dieses Spiel ist enorm viel Management. Allerdings denke ich auch, das hört gleich auf. Also wir haben hier noch Haltbarkeit von 58%. Also als Notfallaxt wäre die vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber wir haben jetzt auch eine richtig tolle Axt. Jetzt haben wir auch eine schicke Rüstung. Tiefste Dunkle, das finde ich nicht ganz so dolle. Zu wenig Zeit vergangen, um erneut zu schlafen. Das finde ich noch undoller. Warte mal. Ach, hier ist die Truhe. Ich dachte gerade, hey, wieso ist meine Truhe leer? Okay, können wir vielleicht irgendwas... Guck mal, wir können hier... Hallo? Das ist so das Deutscheste, was es gibt. Hallo? Man kann bestimmt irgendeinen Pilzeintopf machen, oder? Na guck, jetzt essen wir noch einmal richtig schön dick was. Es ist zwar tiefste Dunkelheit, aber wir haben ja eine Fackel. Wobei, ich hätte natürlich auch ganz gerne was gesehen, da bin ich ganz ehrlich. Also, so ist das jetzt nicht optimal. Eisen ist ja noch näher dran. Ich glaube, ich sollte halt echt hier unten aufbauen. Hey, Goblins! Die Sache ist, ich kann jetzt halt nicht blocken. Also, nicht gut. Suchgebiet 90 Meter, okay. Vielleicht können wir das auch irgendwie hier abschotten oder so. So, dass die Goblins uns quasi nicht mehr in die Quere kommen können. Weil die müssen ja irgendwo zwangsläufig herkommen. Vielleicht können wir das ja einfach irgendwie, ich weiß nicht, zumachen. Hey, wieso sind wir in der Dunkelheit? Also wieso sind wir in der Finsternis? Wir sind definitiv, stehen wir gerade im Hellen. Guck mal, wir sind jetzt, da haben wir die Tür entdeckt, da haben wir das Spiel angefangen. Das ist der Bereich, den wir bis jetzt entdeckt haben. Das ist, nichts ist das. Aber guck mal, 50 Meter. 40 Meter. Statue. Gebiet nach Bruchstücken der Axt durchsuchen? Achso, wir haben keine Naturphase. Ja, dann ist das... Wie war das? V? Huhu! Yes! Me smart. Me big brain. Komm, hier muss ich aber jetzt die Axt verstecken. Huh. Das ist gemein, weil ich hau auf das Holz mit ein. Wie einfach mal die Fledermaus von A nach B drischt. Okay, also das ist realistisch, denn jeder von uns weiß, Fledermäuse sind genauso aggressive Tiere, wie sie hier dargestellt werden. Und wenn ihr nicht aufpasst, dann greifen sie euch in Schwärmen von 10, 20 Fledermäusen an und fressen euch. Ja, das ist akkurat biologisch dargestellt. Also wir sind ja jetzt schon bestialisch hoch, zumindest für einen Zwerg, ne? Und hier ist immer noch keine Axt. Ich möchte fast behaupten, es war nie dazu gedacht, dass die hier oben ist. Was bist du? Also was bist du? Du bist lustig, aber was bist du noch? Außer lustig, meine ich. Wisst ihr, was wir jetzt erstmal machen? Wir machen jetzt hier ein einfacher... Was wolltest du sagen, Wölfchen? Ein Stürrahmen. In der Nähe einer Feuerstelle bauen. Aha, okay. Dann machen wir vielleicht erst eine Feuerstelle hier? Nö, machen wir anscheinend nicht. Alright, me nicht smart. Nein, schon wieder verklickt. Jetzt haben wir gleich alle Schmieden hier wieder aufgebaut. Dabei wollte ich das gar nicht. Auch wenn es cool ist, aber ich wollte das gar nicht. Ach, dang it. Jetzt muss ich zwei Eingänge absichern. Gebiet nach Bruchstücken der Axt durchsuchen. Würde ich gerne machen, bin ich ehrlich. Habe ich auch gerade versucht, bin ich ehrlich. Aber mein Big Brain Moment ist gescheitert. Deswegen werde ich jetzt das einzig Kluge tun, was man in so einer Situation tun kann. Wo dir genau, wie ich dir das auch empfehlen würde, andere immer sagen würden, niemals aufgeben, das einzig Intelligente in dieser Situation ist, jetzt definitiv aufzugeben und rumzuquengeln, dass das Spiel einfach total verbuggt ist. Denn nur dann könnt ihr wahre Größe zeigen. Oh, ich hätte so gerne diese Klinge gefunden. Bin ich ehrlich? Also unser kleiner Zwergenassassine hier, ne? Der würde Alter ihr echt stolz machen. Dwarf's Creed. Hey Ubisoft, wenn ihr gerade zuhört, ne? Ist eine Chance für euch.
bin bereit, meine Idee mit euch zu teilen. Aber ihr müsst mich auch beteiligen. Wenn euch das nicht gefällt, weil dann dürft ihr meine Idee nicht nehmen. Also Dwarfs Creed, das ist definitiv meine Erfindung. Ich hab's gefunden. Halleluja! Halleluja! Ach, so sieht das aus. Ich schätze mal, wir müssen diese Bruchstücke finden, damit wir dann irgendwie aus der Mine kommen oder so. Also ich hätte gesagt, nämlich Durins Fluch, beziehungsweise der Fluch, der gegen Durin hier gewirkt wurde, dass der erlischt mit der Tatsache, dass Durin ja quasi mächtiger ist. Woher ich das jetzt vermutet. Ob das jetzt stimmt, wow, das sei jetzt mal dahingestellt. Was wollte ich jetzt machen? Eine Behelfsfackel bauen, ne? So, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir haben jetzt hier lang genug rumgespielt. Wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, was mich sehr, sehr freuen würde, und euch auch, das weiß ich, dann müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Weil dann spielen wir noch ein bisschen mehr. Ansonsten spiele ich das Spiel jetzt für mich so ein bisschen nur noch. Aber ich finde es cool, wenn wir ein bisschen weiter zusammenspielen würden. Schreibt mir auch mal eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare an sich. Ihr müsst nicht nur reinschreiben, ob ihr mehr sehen möchtet. Ich würde einfach mal gerne wissen, was haltet ihr von diesem Spiel? Oh, was ist das? Sieht sehr unschmeichelhaft aus für den Zwerg. Zu den Minen. Ja, wir sind gleich da. Gleich. Also ja, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare. Ich habe lange drauf gewartet. Seid ihr genauso begeistert wie ich? Also im Sinne von, findet ihr es auch so absolut toll, dass ihr endlich mal in die Minen von Moria zurückkehrt? Weil ich habe mich immer, wirklich, das ist nicht gelogen, ich habe mich immer gefragt, wieso kehren die Zwerge nicht einfach nach dem Zerstören des Balrogs und nach dem Besiegen von Sauron etc. einfach in die Berge zurück? Also, ja, den Drachen konnten sie auch platt machen und konnten das zurückerobern. Wieso denn nicht auch hier? Wirklich, das habe ich mich immer gefragt. Und jetzt? Jetzt haben wir Antworten. Die Zwerge sind zurück. Und genau so wie die Zwerge zurück sind, so sind es auch wir. Und zwar morgen wieder. Oder? Übermorgen. Übermorgen sind wir wieder da. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten folge mir auf Patreon, da könnt ihr nämlich jetzt auch umsonst folgen. Ihr müsst euch nicht mal, glaube ich, registrieren. Soweit ich das verstanden habe, braucht ihr nicht mal ein Passwort, gar nichts. Also, folgt mir auch auf Patreon. Ja, Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Valadoheris, meine Zwerge.